Renate Rosbaut meldet sich mit ihrer Serie bei Tier daheim wieder einmal aus dem Tierpark Herberstein. Dort ist jetzt die Löwin Amira mit einem großen malerischen Porträt gewürdigt worden. Vor mehr als einem Jahr haben wir Löwin Amira vom Zoo Pilsen in Tschechien hierher nach Herberstein begleitet. Mittlerweile ist sie der Liebling der Besucher, nicht nur weil sie wunderschön ist, sondern weil sie sich auch liebend gerne präsentiert. Und diese ganzen Facetten haben jetzt auch eine Malerin inspiriert. Elegant setzt sich Amira in Szene. Ihr Gefährte Cäsar hält sich dabei lieber im Hintergrund. Die junge Löwin ist der Star. Sie wird als erstes Tier in Herberstein in einem Gemälde verewigt. Unsere Löwen sind natürlich die Wappentiere in Herberstein, die Leittiere. Und unsere Löwin Amira ist das erste weibliche Tier in Herberstein. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir einmal junge Löwen haben. Die Künstlerin Marion Rauter hat Amira zuerst genau studiert, dann das Bild nach einem Foto gemalt und die letzten Pinselstriche im Zoo vollendet. Auch sie konnte sich dem Charme der Löwin nicht entziehen. Vor allem ihre Anmut, ihre Kraft, ihre Stärke. Ja, was mich besonders auch fasziniert hat, dass das so gepaart ist mit dieser Verspieltheit, die sie eben auch so hat. Also, dass sie sich teilweise wirklich verhält wie so eine junge, verspielte Katze. Wer ein besonders großer Löwenfan ist, kann das Ölbild um 5.000 Euro kaufen. Das Geld kommt zur Gänze den Zootieren zugute.